Das ist ein kraftvolles Gebet. Vater im Himmel, ich berufe mich auf die Verdienste des kostbaren Blutes, das Christus auf Golgatha für mich vergossen hat. Rette mich an diesem Tag vor meiner Selbstsucht, vor der Sünde, vor der Welt und vor der Macht der gefallenen Engel. Bewahre mich vor Versuchungen und rette mich vor meinem eigenen verdorbenen Wesen. Danke, dass durch den Heiligen Geist die Kraft der Sünde in mir gebrochen ist. Rette mich vor mir selbst, indem du Misstrauen und Unglauben aus meinem Herzen ganz wegnimmst. Bitte ersetze sie durch ein lebendiges Vertrauen zu dir, sodass ich dich bei deinem Wort nehmen kann. Ich danke dir, Herr Jesus, für deine Güte und für deine Liebe. Herr, du hast gesagt, bittet, so wird euch gegeben. Darum bitte ich dich, nimm mein Leben heute wieder in deine Hand und führe mich wohl. Herr Jesus Christus, nimm jede Art von Unzufriedenheit von mir. Hilf mir, dass ich mich konzentrieren kann und deinen Willen für mein Leben erfahre. Herr Jesus Christus, bitte komm in mein Herz und fülle es mit deiner Liebe aus. Bitte erfülle mich mit deinem Heiligen Geist. Lob und Ehre meinem Gott allein. Danke, dass du mich erhört hast, Herr Jesus Christus. Du sagst auch, rufe mich an, so will ich dir antworten und will dir kundtun große und unfassbare Dinge, von denen du nichts weißt. Bitte, schenke mir die Erhörung dieser Verheißung. Amen.